Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Lecture in Film, die sich, wie Sie sicher wissen, Ernst Lubitsch widmet, seit Oktober bereits. Und ja, wir freuen uns sehr, dass das noch bis in den Juli weiterhin der Fall ist. Das Ganze natürlich wie immer in Kooperation mit der Goethe-Universität. Remat Hüser wird gleich unseren heutigen Referenten vorstellen. Freuen wir uns auch sehr darauf. All das ist natürlich auch nur möglich durch das Exzellenzcluster Normative Orders, das uns auch ermöglicht, hier freien Eintritt zu haben. Also das funktioniert auch ganz wunderbar. Vielen Dank, haben wir auch heute einen Gast hier. Und natürlich auch die Hessische Film- und Medienakademie unterstützt diese Reihe. Ja, Ernst Lubitsch, einer der ganz, ganz Großen, das wissen wir spätestens seitdem wir jetzt diese Filme wiederentdecken können. Auch heute der Film, der gehört zu den vielleicht eher unbekannteren von ihm und dementsprechend ist es auch ein Signal dafür, wie schlecht in Anführungszeichen die Kopienlage ist. Denn es gibt kein Institut, was jetzt sich darauf spezialisiert hat, Lubitsch zu sammeln. Wir versuchen Ihnen immer die bestmögliche Kopie aus Europa zumindest zu organisieren. Das heute ist eine 16mm Kopie aus dem Österreichischen Filmmuseum in Wien. Und da auch schon mal direkt der Hinweis, bevor ich es nachher vergesse, das ist eine Archivkopie. Das heißt, da wird dann nicht gekoppelt und dementsprechend ist dann eine Minute beim Rollenwechsel zwischendrin, wo es schwarz wird nachher im Film, nur dass Sie sich da nicht wundern. Es ist, das kann ich Ihnen versprechen, die beste Kopie, die es zu diesem Film in Europa gibt. Ja, und obwohl diese Reihe 10 Monate dauert, haben wir es natürlich nicht geschafft, in jede Lecture alle Filme, alle Highlights von Lubitsch zu packen. Und deswegen haben wir jetzt im Mai auch gesagt, wir präsentieren noch 3 weitere Klassiker von Lubitsch. Und das ist ab dem 10. One Hour With You zunächst, den er anstelle von George Cukor vollendet hatte. Dann Design for Living, Serenade zu dritt, einer seiner ganz großen Highlights am 17. und am 20. Mai und dann zum Ende des Monats noch Clooney Brown. Also wenn Sie noch weitere Lubitsch-Filme sehen wollen, wäre das jetzt der Monat für Sie. Aber jetzt, schnell wie der Witz heißt die Reihe. Ich mache jetzt auch schnell, übergebe an Remat Hüser und wünsche Ihnen viel Vergnügen. Ja, hallo, schönen Abend, schönen guten Abend und vielen Dank fürs Kommen. Man hat eigentlich nicht ganz so oft die Chance, sich zu einem einzigen Film mit jemandem auszutauschen, der also gleichzeitig Filmemacher, Filmkurator, Sounddesigner, Filmwissenschaftler, freier Autor ist. Und heute Abend haben wir eben so eine Gelegenheit. Und ich freue mich ganz außerordentlich, hier Dirk Schäfer aus Berlin begrüßen zu können. Also hallo Dirk. Und es wird sich lohnen, einmal die Geschichte des deutschen Experimental- und Avantgarde-Films aus der Perspektive der Arbeit von Dirk Schäfer einfach mal zu schreiben. Das heißt, Dirk hat an sehr vielen der einschlägigen deutschen Experimentalfilme der letzten Jahre hat dafür das Sounddesign gemacht, also für Filme von Matthias Müller, von Home Stories über Pensau Globo, Vacancy, Alpsee, Peter Tchaikovsky, Instructions for Light and Sound Machine, Coming Attractions, der den Goldenen Löwen, ne? Oder was ist das, in Venedig gekriegt hat. Er hat selber, ich komme immer mit den Palmen und den Löwen und den Bären, komme ich immer ein bisschen durcheinander. Und er hat also den Soundtrack für Michael Brintrup gemacht, für Claudia Schillinger. Das heißt, wenn man diese ganzen Arbeiten, es sind so an die 40 Arbeiten, einfach mal zusammenlegt, wäre es mal interessant, einfach diese ganzen Filme auch aus dieser Perspektive einfach also diese relativ bekannten Filme aus der Perspektive von dem Sounddesign zu beobachten. Und man könnte, falls man so ein Unternehmen mal starten würde, könnte man einfach das Motto voranstellen, was Dirk Schäfer mal auch hier als Gast im Filmmuseum für eine Gruppe von Schülern bei der Schulwoche zusammen in einem Workshop, den er mit seiner Kollegin Stefanie Schlüter gemacht hat, also dieser der Einführung in die Arbeit des Sounddesigns vorangestellt hat, nämlich ein Zitat von Michel Chion: Man sieht nicht das Gleiche, wenn man gleichzeitig hört, man hört nicht das Gleiche, wenn man gleichzeitig sieht. Und das ist eine bestimmte Sensibilität für diese Form, einfach für auch das Auseinandertreten einfach von Bild und Tonspur und für das, was auf der Ebene des Sounds und der Musik funktioniert. In beiden Bereichen ist Dirk seit jeher aktiv.
Dass es dafür ein größeres Bewusstsein gibt, hat Dirk einfach nicht nur durch seine Arbeiten, sondern auch durch alle möglichen filmwissenschaftlichen und auch publizistischen Tätigkeiten immer unter Beweis gestellt. Also der Hintergrund von Dirk ist, Studium ist, glaube ich, Philosophie und Mathematik, also kommt ursprünglich aus Bielefeld, ist jetzt Berliner, betont aber immer noch, dass er aus Bielefeld kommt, war ein Mitglied des Künstlerkollektivs die Alten Kinder, zu denen auch Matthias Müller gehörte und Marjalene Rettig, Christiane Heuwinkel und er hatte dann zu der Zeit auch schon erste filmkuratorische Sachen gemacht, hat Filmprogramme geleitet. Zu der Zeit war ich auch, da kannten wir uns noch gar nicht richtig, war ich immer schon Gast in dem Underground-Kino, was er organisiert hatte, wo er dann Super 8-Arbeiten und Trash-Filme und sowas im Einzelnen gezeigt hat. Dirk hat eben hat Preise für Sounddesign gekriegt, hat selber Bands gehabt, legendäre Bands mit so tollen Namen wie die Akustischen Keulen. Und die Chaikusis, das sind dann schon Berlin-Bands. Und er hat gleichzeitig aber auch eine ganze Reihe von einfach filmwissenschaftlichen und kulturwissenschaftlichen Arbeiten vorgelegt. Also dem S. Fischer Verlag, der hat eine Monographie veröffentlicht. Und ich erwähne das nur, um die Spannbreite irgendwie klarzumachen von dem, was Dirk macht. Also er hat eine Arbeit im Namen Nietzsches, Elisabeth Förster Nietzsche und Lou Andrea Salome geschrieben. Das ist also aus dem Jahr 2001. Er hatte eine Soundkolumne in der Filmzeitschrift Cargo. Da hat er zum Beispiel über den Sound im Galerienraum geschrieben und einfach auch versucht, das Element von Sounddesign da auch stärker ins Bewusstsein zu sehen. Hat darüber geschrieben, wie was der Soundtrack mit dem Vorspann macht, am Beispiel von Blue Steel, und hat eine Filmzeitschrift gegründet, Scope, hat verschiedene Filmprogramme in Filmmuseen kuratiert. Die letzte war zum Ersten Weltkrieg, er hat vorher für das Industriemuseum in Rating, hat er Filme produziert für zum Thema Unterwäsche. War als Mitarbeiter in der Berlinerischen Galerie, hat er in Ausstellungen über Soweit das Auge reicht, über Berliner Panoramafotografien aus den Jahren 49 bis 52 Filme produziert. Also Sie sehen, Sie kriegen das ganze Package heute Abend. Und ich freue mich ganz außerordentlich, dass Dirk da ist, und die Bühne ist deine. Okay, willkommen. Ja, nach diesen Vorschusslorbeeren kann es ja jetzt nur noch bergab gehen. Vielen Dank, Rembert. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf ans Deutsche Filminstitut und die Goethe-Universität. Kurz muss ich noch darauf eingehen, dass du den Unterwäsche-Film erwähnt hast. Das ist wahrscheinlich der Grund gewesen, warum ich zu einer Lubitsch-Reihe eingeladen wurde. Ja, leider musste ich meinen Ankündigungstext bereits so früh verfassen, dass seitdem doch eine Menge Zeit ins Land gegangen ist. Wir haben quasi eine neue historische Epoche erreicht. Ich muss Sie darum bitten, mir zu verzeihen, wenn ich heute etwas weniger über Kitsch und Touch spreche, zumal ich ja von YouTube weiß, wo ich verschiedene Veranstaltungen, die hier in dieser Reihe stattgefunden haben, gesehen habe, dass das Wort Lubitsch-Touch hier eher nicht so gefragt ist. Da muss man sehr aufpassen, wenn man sich leichtfertig darauf bezieht, dass es diesen Lubitsch-Touch geben soll. Ich werde mich bemühen, so einen Lubitsch-Dreh vielleicht hier zu thematisieren. So, jetzt muss ich mein Gerät noch dazu bringen. Ja, da ist es. So, Broken Lullaby von Ernst Lubitsch ist ein Film von 1932, amerikanischer Film nach einem französischen Bühnenstück, L'homme que j'ai tué von Maurice Rostand. Es ist ein Film über den Krieg, den Ersten Weltkrieg genauer gesagt, die Schuld und das Weiterleben. Ich gebe eine kurze Inhaltsangabe. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs kann der junge Franzose Paul das Gesicht Walters, eines von ihm im Schützengraben getöteten Deutschen, nicht vergessen.
Er sucht Eltern und Verlobte seines Opfers auf und nimmt schließlich dessen Platz in der Familie ein. Soweit ganz kurz die Zusammenfassung. Es ist eine Art Doppelgängergeschichte oder prosaischer formuliert, es ist die fiktionale Vorwegnahme künftiger friedensbildender Austauschprogramme. Im letzten Jahr hat François Ozon unter dem Titel Franz ein Remake des Films ins Kino gebracht. Ich sage Remake, weil das einerseits eine Neuverfilmung des Theaterstücks ist, Ozon sich aber ganz offensiv auch auf die Vorarbeit von Lubitsch bezogen hat und positiv darauf bezogen hat und auch Ideen von Lubitsch da übernommen hat. So, wenn wir jetzt Broken Lullaby als Lubitsch-Film betrachten, da muss man sagen, dieser Film fällt aus der Reihe. Ich zitiere Josef von Sternberg, ein Intimfeind von Ernst Lubitsch. Und die Formulierung ist so auf Deutsch jedenfalls so schön, dass ich erst gedacht habe, das wäre doch der richtige Titel. Sternberg fängt an, wenn Lubitsch ernst war. Dann, so geht es weiter, konnte er unglaublich schlechte Sachen machen. Wie etwa The Man I Killed. Das ist der ursprüngliche Titel, also deutsche englische Übersetzung des französischen Originaltitels des Schauspiels. Und das war auch der ursprüngliche Titel des Films. So, also harsche Worte, aber gut, Josef von Sternberg, wie gesagt, wurde ja von Herrn Lubitsch entlassen, als Lubitsch Paramount Produktionschef war. Also da gab es noch einiges an alten Rechnungen zu begleichen, als Sternberg das in seiner Autobiografie so schrieb. Aber zudem kommt noch eine von vielen Formulierungen, also negativen Kritiken des Films. Und das hätte man wirklich nicht gedacht, dass ein Lubitsch-Film jemals so qualifiziert wird. A Teutonic Tearjerker. Also dass Lubitsch sozusagen seine Deutschheit irgendwo vorgeworfen wird, das ist ja wirklich erstaunlich. Kurz, also nach all dem kann es ja nicht verwundern, dass dieser Film ziemlich unbekannt und vergessen ist. Ich bin seinerzeit auf ihn gestoßen, als ich in einer Filmreihe zum Spielfilm über den Ersten Weltkrieg vorbereitet habe und war völlig überrascht, denn es ist, wie man so sagt, der letzte Versuch Lubitschs, keine Komödie zu machen. Und das wird in der Regel darauf zurückgeführt, dass der Film an der Kinokasse kein Erfolg war. Wobei man sagen muss, dass die Kritikerstimmen damals eigentlich im Großen und Ganzen doch für ihn sprachen, von diesem Teutonic Tearjerker mal abgesehen. Und ich würde ganz gerne was zu dem Zusammenhang sagen, also den ich natürlich auch ein bisschen erforscht habe, in dem Zusammenhang Erster Weltkrieg, ist mir nämlich dieser Lubitsch-Film ganz besonders positiv aufgefallen. Also, Filme über den Ersten Weltkrieg waren in der Zeit, als Broken Lullaby entstanden ist, in Hollywood und auch andernorts sozusagen en vogue. 1930 hatte Louis Milestone den Roman Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque verfilmt. Also sprich, es ist die amerikanische Verfilmung eines deutschen Romans, eines Autors mit einem französischen Pseudonym. Und insofern Welterfolg quasi garantiert. Der Film war sehr erfolgreich, hat die Universal, wie es die Legende will, damals vor der Pleite gerettet. Es gab aber auch noch andere. Es gab jede Menge Fliegerdramen beispielsweise, in denen sozusagen so ein ungebrochenes Heldentum weiter gefeiert wurde, mit Ingenieursgeschick vielleicht noch kombiniert. Der Remarque-Film, die Remarque-Verfilmung, gehört eher in eine Reihe, die versucht, einem Problem eine filmische Form vielleicht zu geben, das von Walter Benjamin, glaube ich, so seine bündige Formulierung bekommen hat, in einem Aufsatz von 1932. Walter Benjamin ist damals aufgefallen, in dem Aufsatz Erfahrung und Armut, dass die Soldaten, die aus dem Stellungskrieg zurückkamen nach dem Ersten Weltkrieg, die kamen verstummt aus dem Felde. Nicht reicher,
ärmer an mitteilbarer Erfahrung. Es gibt also ein Problem mit der Mitteilbarkeit, ein Problem mit der Erzählbarkeit des modernen Krieges. Und darauf haben, also ich setze nochmal neu an hier mit meinem Text, eine filmische Antwort auf dieses Problem der Erzählbarkeit hieß Immersion. Also das, was man heute so Immersion nennt. Und da ist eben All Quiet on the Western Front von Lewis Milestone tatsächlich an erster Stelle zu nennen. Der Protagonist trägt übrigens den gleichen Vornamen wie der Held in Broken Lullaby, Paul, ist aber ein Deutscher, repräsentiert eine damals neue Figur, die des traumatisierten Soldaten oder Kriegsheimkehrers, der vom Schützengraben nicht erzählen kann, weil der moderne Maschinenkrieg unerzählbar geworden ist. Um uns diesen Maschinenkrieg dennoch nacherleben zu lassen, setzte Milestone, wie zeitgleich in Deutschland zum Beispiel G.W. Pabst in seinem Film Westfront 1917, seinerseits auf moderne Technik, kurz gesagt auf Desorientierung durch Krach. Diese Variante des Weltkriegsfilms ist also im emphatischen Sinne Tonfilm. Vom sicheren Kinosessel aus sollte das Publikum den modernen Stellungskrieg erleben, also erleben, nicht unbedingt erzählt bekommen, sondern erleben, um nochmal Benjamin zu zitieren, jenes Kraftfeld zerstörender Ströme und Explosionen. Tendenziell macht dieser Ansatz, unabhängig davon, ob das jetzt ein Antikriegsfilm nennt oder Pro-Kriegsfilm, macht dieser Ansatz den Krieg zum audiovisuellen Spektakel und die Soldaten zu bloßen Opfern eines über sie verhängten Schicksals. Das hat damals Siegfried Krakauer auch schon gesehen, der das dem der Remarque-Verfilmung auch vorgeworfen hat. Die immanente Tendenz zum Selbstmitleid, die es darin auch gibt, zeigt sich spätestens dann, wenn die Protagonisten im Heimaturlaub auf das Unverständnis von Vätern und Frauen stoßen. Das ist eine Konstellation, die werden wir jetzt gleich in Broken Lullaby auch sehen. Also ich versuche sozusagen jetzt so Subgenre Weltkriegsfilm-Standards so ein bisschen aufzulisten, damit Sie wissen, das hat Lubitsch jetzt nicht alles irgendwie aus dem Ärmel gezaubert, sondern das sind im Grunde auch, das ist eine Serie. Also er antwortet eben auch auf andere Filme, die es gegeben hat oder auf bestimmte Standards und Konventionen in der Bearbeitung dieses Themas. Dass man auch Nein sagen konnte zum angeblichen Verhängnis des Krieges, ist die überdeutliche Botschaft von Niemandsland, einem Film, deutschen Film von 1932 von Viktor Trivers. Ich benutze die Gelegenheit, um auf dieses vergessene Juwel des proletarischen Kinos der Weimarer Republik hinzuweisen. Der Film ist ein Lehrstück über eine Gruppe verfeindeter Soldaten, verirrte Frontkämpfer, die sich im Niemandsland begegnen. Aus ihrem anfänglichen Burgfrieden entwickeln sich Gespräche und schließlich die Erkenntnis, dass die Soldaten kein Interesse an diesem Krieg haben, wohl aber die Macht, ihn gemeinsam zu beenden. Das ist so ein bisschen utopisch, muss man zugestehen. Der Film ist eigentlich relativ ruhig erzählt und hat viel Dialog in vielen Sprachen. Am Anfang gibt es aber eine Montagesequenz, aus der ich Ihnen gleich einen Ausschnitt zeigen möchte. Diese Montagesequenz gleich zu Beginn des Films karikiert. Inspiration waren die sogenannten Russenfilme. Angetrieben wird das Ganze von Musik von Hans Eisler. Und diese Montagesequenz karikiert also die Kriegsbegeisterung vom August 1914, von der ja so oft die Rede war. Und interessanterweise stellt Lubitsch dem Film, den wir gleich sehen werden, Broken Lullaby, zur gleichen Zeit ebenfalls eine gar nicht mal so unähnliche Montagesequenz in so einem frenetischen Tempo und mit martialischem Ton voran. Und hatte Viktor Trivers in seiner Montagesequenz sozusagen den Anfang gezeigt, zeigt Lubitsch 1919 den Jahrestag des Waffenstillstands, 11.11.1919, in Paris und zeigt, dass eigentlich im Grunde der gleiche Militarismus herrscht, wie zu Beginn des Krieges. Ja, ich habe die beiden Sequenzen so ein bisschen zusammengebastelt und würde jetzt bitten, den ersten Ausschnitt zu zeigen.
Ja, sowohl Niemandsland als auch Broken Lullaby machen gleich zu Anfang klar, wo sie stehen. Danach wechseln beide Filme in einen deutlich langsameren, weniger kriegerischen Erzählrhythmus. Wenn der Lubitsch-Film dann nach Deutschland umzieht, also er beginnt eben mit genau dieser Siegesfeier, dann sind wir kurz in der Kirche und dann geht es nach Deutschland, in das Heimatstädtchen von dem Walter, dem deutschen Soldaten, den unser Protagonist getötet hat, um das nochmal in Erinnerung zu rufen. Dann verändert sich das Tempo des Films insgesamt und Lubitsch gibt seinen Darstellerinnen in langen Einstellungen den Spielraum, den die Darstellung von Trauer und Verstörung braucht. Denn das ist jetzt eben wirklich Nachkriegszeit. Es ist tatsächlich wird historisch gesehen zu der Zeit noch der Versailler Vertrag verhandelt. Der ist also noch gar nicht fertig. Es ist also schon noch alles sehr frisch. Das Leben muss weitergehen, sagen sich die Leute dann, die Figuren des Films immer wieder. Aber wie macht man das, wenn Trauer eine Arbeit ist, die sich nicht beschleunigen oder abkürzen lässt? Das ist vielleicht auch die Frage, die Lubitsch sich gestellt hat. Das Schicksal Pols, gespielt von Philip Holmes, der nicht weiß, wohin mit seinen Schuldgefühlen, mag im Zentrum des ursprünglichen Dramas stehen. Was an dem Film, den Lubitsch daraus gemacht hat, gut ist und bemerkenswert, ist aber gerade das Undramatische, meiner Auffassung nach. Es sind die Nebensachen. Wie schnell die Tage vergehen, sagt Paul einmal zu Elsa, der Verlobten Walters, mit der er selber am Ende wohl zusammenkommen wird. Und viel mehr als das, die Tage vergehen, geschieht eigentlich nicht in diesem Film. Außer natürlich diese Liebesgeschichte, die Behauptung bleibt, sag ich mal. Eine Stärke des Films sind sicherlich die sehr unterschiedlichen Weisen, mit Verlust umzugehen, die er vorstellt. Zwei trauernde Mütter zum Beispiel, die sich bei der Grabpflege unterhalten, schwelgen in der Erinnerung an den guten Appetit ihrer gefallenen Söhne und beginnen sogar mit Eifer Rezepte zu diskutieren. Dass schließlich doch die Tränen die Oberhand behalten, naja, das ist einer der Rückschläge, die man vielleicht in Kauf nimmt, die man hat, wenn man sich langsam erholt von der Trauer. Hingegen markiert die Appetitlosigkeit von Walters Vater, dass der eben eigentlich der schwerste Fall, Trauerfall von allen ist. Wie wir sehen werden, wird er durch seine Bekanntschaft mit dem jungen Franzosen, den er für einen früheren Freund seines Sohnes aus Pariser Vorkriegszeiten hält, seinen Hass auf die Franzosen überwinden und tatsächlich auch Verantwortung dafür übernehmen, dass er ihn quasi in den Tod geschickt hat. An diesem Punkt der Erzählung nutzt Lubitsch die Möglichkeiten des Tonfilms, damals 1931, 32 immer noch in einem experimentellen Stadium, um anders als üblich vom Krieg zu erzählen, indem er nicht die Präsenz der Bedrohung, also dieses Immersive, was ich eben beschrieben habe, so den Lärm der Schlacht in den Mittelpunkt stellt, sondern die Abwesenheit Walters und der anderen Gefallenen dieser Stadt spürbar macht. Ich bitte um Ausschnitt Nummer 2. Ja, solche Arbeiten mit Ton wurden damals auch sehr deutlich bemerkt. Also ich war tatsächlich sogar mal in einem Buch über Filmsound mit so Beiträgen seit den 30ern auf den Hinweis gestoßen, dass in einem Lubitsch-Film sowas passiert. Vielleicht ist das heutzutage nicht mehr besonders aufsehenerregend, aber ja, ich glaube, damals war das schon ja, eine gute Idee. Am Ende des Films hat der Konflikt, der die Erzählung ursprünglich in Gang gesetzt hat, das unerträgliche Schuldgefühl unseres Protagonisten gegenüber dem Mann, den er ermordet hat, den er getötet hat im Krieg, hat dieser Konflikt, dieses Problem keine Lösung gefunden. Die sogenannte Operettenmentalität des Regisseurs, von der Frieda Grafe gesprochen hat, hat sich auch im ernsten Drama durchgesetzt. Eine Lüge, die glücklich macht, ist einer unerträglichen Wahrheit allemal vorzuziehen. Das heißt, wir haben lauter gebrochene
gestalten. Die einen haben ihren Sohn verloren. Sie lernen jemanden kennen, der nett ist und ist jetzt auf dem Weg, ihnen zu sagen, ja, ich bin der, der euren Sohn umgebracht hat. Also davon sehen wir dann lieber ab. Und es kommt zu einem dieser, wie ich finde, typischen Lubitsch-Enden, die irgendwie vielleicht sogar formal einfach nur einen Abschluss bilden, wo man aber weiß, das wird wohl nicht so wie angekündigt weitergehen. Das berühmteste Beispiel ist ja wahrscheinlich am Ende von Design for Living, dass zum zweiten Mal beschlossen wird, wir machen das zu dritt, aber no sex. Also nur so als Rückverweis nochmal auf andere Lubitsch-Geschichten. In einer früheren Lecture hatte René Michaelsen diesen Hinweis hier gebracht, dass in der Operette, überhaupt nicht mein Gebiet, in der Operette eben tatsächlich sehr häufig die Illusion oder sogar die plane Lüge so einer unangenehmen Wahrheit vorgezogen wird und dass es im Reich der Operette völlig in Ordnung ist, in seinen Illusionen zu leben, wenn man denn glücklich ist. Ein Wort, was sehr häufig fällt übrigens in diesem Film. So, würde das heißen, Broken Lullaby ist jetzt also doch so ein echter Lubitsch? Um das zu klären, wenden wir uns vielleicht mal den Türen zu. Wurde hier ja, glaube ich, auch schon sehr häufig erwähnt, Lubitsch sei ein Regisseur von Türen, nicht von Schauspielern, soll Mary Pickford gesagt haben. Die hatte ihn damals nach Hollywood geholt, war aber wohl offensichtlich nicht ganz zufrieden mit der Zusammenarbeit. Ja, das mit dem Regisseur von Türen, das hat gesessen, das hat sich gehalten, aber, wie die Jahrzehnte so zeigten, nicht als Vorwurf, sondern als Analyseansatz. Winfried Günther, reiner Zufall, schreibt etwa über Blaubarts achte Frau, ein Film von 1938, dessen englischen Titel ich nicht aussprechen kann, und er meint das nicht böse, sondern eher bewundernd, ich zitiere, wollte man übertreiben, so ließ sie sich sagen, dass im zweiten Teil dieses Films nur noch Türen geöffnet und geschlossen werden und die Personen von einem Zimmer über den Korridor ins andere gehen. Stammt aus dem sehr, sehr schönen Buch über Lubitsch von Enno Patalas und Prinzler, was es Secondhand im Antiquariat nach wie vor gibt. Ich kann das wirklich nur allen ans Herz legen, ganz tolles Buch. So, jetzt haben wir das also mit den Türen. Türen sind das eine Element von Lubitschs sagenhaftem Midas-Touch, das sich mühelos formalisieren lässt. Dass man im Prinzip auch noch im Schnelldurchlauf identifizieren kann, ohne Rücksicht auf Dialoge, Situationen oder Timing. Ich muss gestehen, genau das habe ich in der Vorbereitung dieses Abends getan und würde Ihnen jetzt ein Zwischenergebnis von 2 Minuten präsentieren. Sie müssen bitte darauf Rücksicht nehmen, dass feinere narrative Konstruktionen keinen Eingang finden konnten in diesen kurzen Überblick. Ich bitte um Ausschnitt Nummer 3, Türpolitik. Ja, es ist wirklich erstaunlich, wenn man mal mit diesem natürlich irgendwie ganz blöden, mechanischen Blick so auf die Filme guckt. Also man lernt sozusagen was darüber, wie so ein Drehbuchautor eine Szene einfach angeht. Und also Lubitsch hat sich von diesem Thema Tür immer wieder inspirieren lassen. Aber natürlich bin ich nicht der Erste, der das bemerkt. Ja, also Lubitsch baut seine Inszenierungen immer wieder um Türen herum, mit einer Regelmäßigkeit allerdings, die trotz allem überrascht. Jeder Lubitsch-Film hat ein eigenes Türendesign. Man kann die Filme anhand ihrer Türen identifizieren und oft auch das Geschlecht dessen, der den Raum dahinter bewohnt. Also das hatten wir jetzt sozusagen zum großen Finale meines kurzen Zusammenschnitts. Also es ist zum Beispiel auch in Blaubarts achte Frau ist das so. Gary Cooper hat seine Tür, Claudette Colbert hat seine Tür und dann gibt es diese endlosen Szenen, wo über den Gang gerannt wird und dann versucht er wieder irgendwas und dann kommt er wieder rein in seine Tür. Seine Tür hat so komische Noppen. Also das ist alles total gegendert. Und ja, also es ließen sich noch viele weitere Beispiele dafür bringen. Da wir jetzt von Gender sprechen, dass wir ahnen, mitunter zu hören glauben, was sich hinter einer Tür, die Lubitsch uns zeigt, abspielt. Das ist natürlich das berühmteste Beispiel einer seiner ältesten Tricks.
die wir kennen und durchschauen und auf die wir trotzdem immer wieder hereinfallen. Aus dem einfachen Grund, dass der Erzähler Lubitsch uns zu seinen Komplizen macht. In einem wunderbaren Text hat François Truffaut, ich würde fast sagen, alles Wesentliche dazu gesagt. Die Kurzformel ist, im Emmentaler Lubitsch ist jedes Loch genial. Dieses schöne Wort ist aber bei weitem nicht das letzte Wort über Lubitschs Türen und das Ingenium, mit dem er dieses Requisit in immer wieder neuen Variationen ins Spiel einbezieht. Kurioserweise scheint es mir, als sei dieser Aspekt Lubitsch als Türenregisseur bislang sogar etwas unterbelichtet geblieben. Eine Forschungsarbeit zum Thema müsste etwa der Frage nachgehen, wieso Lubitsch dem Öffnen und Schließen von Türen oft so viel wertvolle Screentime opfert. Sie werden das gleich in Broken Lullaby sehen, da gibt es auch ein ständiges Öffnen und Schließen und Gänge zu Türen und von Türen weg. Da ist eben dieses elliptische Erzählen eigentlich Fehlanzeige, würde ich sagen. Also da müsste man mal drüber nachdenken, was gewinnt Lubitsch, wenn er immer wieder ganz ausführlich zeigt, wie Türen geöffnet und geschlossen werden. Teilweise schneidet er dann in den 40ern dann auch schon mal und dann hört man die Tür nur noch im Off. Aber also es ist schon bemerkenswert. Und ich habe auch mal so ein bisschen links und rechts geguckt. Also das ist jetzt nicht so, dass das alle so machen. Also meine Idee wäre, dass er dadurch sozusagen eine eigene Zeit für, oder Zeitlichkeit, Zeitdimension für diesen Akt des rituellen Akt in gewisser Weise reserviert und das erlaubt ihm dann natürlich, dann mit der Zeit zu spielen, also Zeit zu beschleunigen, zu verlangsamen und dann können eben die Entscheidungen, die ganz wichtig sind, in ein paar Sekunden im Grunde passieren, weil jetzt ist ja zwischendurch die Tür zugegangen. Aber das wäre jetzt sozusagen nur so eine Idee, so weit bin ich eigentlich noch gar nicht. Was Broken Lullaby angeht, der spielt ja nun einfach in der deutschen Provinz. Und die Türen, die wir hier sehen, haben jetzt auch nicht den Glamour von Alt-Heidelberg oder ähnlichen Ausstattungsfilmen, die er dann eben so drum herum gemacht hat. Also der Film ist auch insofern eine Besonderheit, als der wirklich nicht irgendwie eine neue Phase einleitet, sondern eher so herausfällt aus allem, würde ich sagen. Jedenfalls was diese Ausstattungsgeschichte angeht, das ist eher etwas kärglich. Ich muss eigentlich auch sagen, ich bin sehr gespannt darauf, den Film auf der Leinwand zu sehen. So, wenn man sagen kann, dass Lubitsch unterschiedliche Türpolitiken verfolgt, das werfe ich jetzt mal hier so in den Raum und stelle es zur Diskussion, dann ist Broken Lullaby vielleicht der Film, in dem es statt ihres Aussehens wichtiger ist, wie die Türen klingen. Oder, um genauer zu sein, klingeln. Bitte Ausschnitt Nummer 4. Ja, ich hätte vielleicht die Situation noch etwas besser einführen sollen, aber ich glaube, es hat sich alles ziemlich gut selbst erschlossen. Also das Städtchen hat jetzt seine Sensation zwischen dem Franzmann und der Elsa, da läuft irgendwas. Eingeleitet hatte die, oder die angeheizt hatte die Gerüchteküche die Meldung, dass bei der Familie Hölderlin, also so heißen die, jetzt statt 4 Lammkeulen 5 bestellt werden. Und von da aus verbreitete sich das dann wie ein Lauffeuer. So, ja, ich... Kotelett, Entschuldigung. Ist ein bisschen viel. Ja, also ich würde sagen, das könnte schon so eine Art Anthologiesequenz werden, die, wenn mehr Leute diesen Film sehen würden. Ungewöhnlich vielleicht auch für Lubitsch, dass das eben im Freien spielt. Ich fasse noch mal so kurz zusammen. Die stille Stadt, also vorher war sie sehr still, muss man sagen, erwacht zum Leben, weil es plötzlich etwas zu erzählen, etwas zu gaffen gibt. Es beginnt beim Metzger, als Sue Pitts, Haushälterin bei Familie Hölderlin, eine Lammkeule mehr als üblich, ja, ein Lammkotelett mehr als üblich bestellt. Der Appetit hat es dann doch sehr gesteigert. Klingeling, die Klatschweiber schwärmen in die umliegenden Geschäfte aus. Klingeling, Ladentüren öffnen sich überall. Ein neues Paar hat sich gefunden, das selbst noch gar nicht weiß, dass es eines ist, wie es da unter den Blicken der ganzen Stadt die Straßen lang spaziert. I love this little town, sagt Paul und Klingeling im Hintergrund hören wir prompt die Stadt als Publikum.
während das Paar weitergeht. Jedes ihrer Worte wird belauscht. Schließlich macht eine Neugierige am Fenster es sich sogar mit einem Kissen bequem, doch Pech gehabt, der entscheidende Satz geht im Lärm eines vorbeifahrenden Wagens unter. Lubitsch sorgt dafür, dass wir den Dialog verpassen und uns unser Teil denken müssen, das Prinzip kennen wir ja schon, indem er eine seiner berühmten Türen zumacht, nur dass es hier eine Tür aus Krach ist. Der Voyeurismus genießt bei Lubitsch ja generell einen kinogemäß ambivalenten Status. Uns, dem Kinopublikum, zeigt er, wie die Kleinstadt aus der Nachkriegsstarre erwacht, indem sie ihrerseits Publikum wird, Augen und Ohren aufsperrt. James Harvey betont in seinem Buch Romantic Comedy in Hollywood von 1987, sehr, sehr empfehlenswert meines Erachtens, ein großartiger Autor, und er hat auch recht, finde ich, wenn er betont, dass diese Neugier des Ortes, der Kleinstadt, nicht bösartig ist. Ich zitiere, it's clear that the town's interest in Paul and Elsa is threatening, but it is not malevolent. Im Dialog des Films wird es durch eine Äußerung Elsas belegt, let them open their windows and doors, let them look, I'll tell them yes, we love each other, yes, the war is over. Im Broken Lullaby gibt es eine ausgeprägte Metaphorik, die möglicherweise vom Theaterstück, das dem Film zugrunde liegt, inspiriert wurde. Ich kenne das leider nicht, sehr schwer aufzutreiben. Zum Leben erwachen heißt hier sich öffnen und das wird anhand von Türen, Fenstern, Geigenkästen, Klavierladen durchdekliniert. Wie später bei Hitchcock, Rebecca oder Lang, Secret Behind the Door, liegt hinter einer verschlossenen Tür das Familienheiligtum, die Trauerkrypta, das Zimmer des Toten seit Jahren unverändert. In der Todesstille, die durch das Ticken einer Uhr weniger durchbrochen als betont wird, liegt Walters Geige in ihrem Kasten und wartet darauf, zum Leben erweckt zu werden. Ja, das werden Sie sehen, das ist alles heavy symbolisch. Und ich ergänze jetzt mal so mündlich, für dieses schwergewichtige Drama hat Ernst Lubitsch erstmals einen Drehbuchautor engagiert, Samson Raffleson, der der Autor von The Jazz Singer war, also auch dramatisch auf jeden Fall. Und dieses war also das erste Drehbuch, das sie zusammengeschrieben haben, das erste von vielen. Und sie haben danach eben Komödien geschrieben. Es hat sich herausgestellt, jedenfalls nach Samson Raffleson, dass das alles so nicht geklappt hat. Er war sehr unzufrieden mit diesem Film. Und er hat aber sich daran erinnert, dass als sie die Schlussszene mit dieser Geige und diese ganze Thematik dieser Geige geschrieben haben, sich köstlich amüsiert haben. Dazu muss man vielleicht wissen, dass die Geige, die Walters Vater dem neuen Schwiegersohn in spe überreicht, das ist im Grunde ja auch wieder so eine Operettengeschichte. Und ein paar Wochen, nachdem sie das Drehbuch abgeschlossen haben, haben sie das Drehbuch zu The Smiling Lieutenant geschrieben, die beiden. Und da ist das halt so ein Säbel, der Maurice Chevalier überreicht wird und der bedeutet, ja, kannst meine Tochter heiraten. Und der Film ist dann wieder völlig frivol und es ist irgendwie völlig klar, es geht um Sex und man kann sich da zu irgendwelchen Symbolen sonst was überlegen. Also das nur so als Hintergrund zu dieser, ja, vielleicht auch etwas dick aufgetragenen Symbolik und Metaphorik. Letzten Endes ist es dann eben die Musik, das gemeinsame Musizieren, Abspielen von Schumanns Träumerei, das eine Verbindung stiftet. Dr. Hölderlin holt Walters Geige, um sie an Paul weiterzugeben. Elsa schließt das Klavier auf, also dieses Öffnen geht dann so weit, dass auch noch das Klavier offenbar den ganzen Krieg über verschlossen gewesen ist und begleitet Paul. Das alte Ehepaar ist ganz hingerissenes Publikum, glücklich in der Illusion. Denn Paul darf ihnen nicht sagen, was los ist. Sie werden nie erfahren, was wirklich Sache ist. Also sie sind glücklich in der Illusion und in der Lüge. Mehr, so lehrt uns der Entertainer Lubitsch, nicht nur in diesem Film, ist nicht drin. Dankeschön. Ja, vielen lieben Dank, Dirk Schäfer. Und an dieser Stelle machen wir eine Pause von circa 10 Minuten. Sie können sich gerne noch ein Getränk im Café holen. Das ist dann die richtige Stimmung für den Film. Und durch den Gong signalisieren wir natürlich durch ein Läuten, dass es gleich losgeht. Wir öffnen jetzt die Türen. Bis gleich.
Ja, das war Broken Lullaby und begrüßen Sie nochmal Dirk Schäfer und Rembert Hüser an dieser Stelle. Man kann auch nochmal klatschen für den Film. Und Ernst Lubitsch natürlich. Eure Mikrofone. Ja, erst nochmal vielen, vielen Dank für den tollen Vortrag, Dirk. Und wir haben ja heute eine neue Situation bei uns in der Lubitsch-Reihe. Das heißt, wir diskutieren heute Abend nicht mehr nur einen Film, sondern wir diskutieren genommen vier Filme. Das heißt, wir diskutieren, und Dirk hat einen relativ großen Bogen hier aufgemacht. Das heißt, man hat, es gibt auf der einen Seite das Remake von Ozon, was du angesprochen hast, kurz. Es gibt eben die Vorlage von Lubitsch. Und Dirk hat eben kurzerhand noch zwei Filme gemacht, die er mitgebracht hat, wo er jetzt eben diese Soundereignisse selber ja noch, also das Soundereignis Krieg, auch noch die Soundereignisse mit den Türen erstmal als ein durchgängiges Merkmal der Lubitsch-Filme eingezogen hat und dann eben das nochmal an diesem einen Film überprüft hat. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt verschiedene Lesarten von diesem Film. Und ich würde ganz gerne auch noch eine kleine Anekdote dazu erzählen, weil mich auch immer die Konjunktur von Stoffen bei Filmen interessiert. Das ist, als wir am Anfang die Reihe konzipiert haben, das hat ja immer auch eine gewisse Vorlaufzeit, ist also die Regel bei diesen Vorträgen ist immer, dass wir keine Filme vorgeben, sondern dass wir einfach, wir machen eine Liste von Leuten, die wir gerne haben möchten und die wir versuchen möchten zu kriegen. Und wir wollten Dirk auch unbedingt kriegen und dann war eben eine der, die interessante Sache war, alle Leute haben dann ihre Lieblingsfilme geschickt, die sie gerne diskutieren wollten. Und der einzige Film, wo es dann Überschneidungen gab, war Broken Lullaby. Also und was erstmal interessant war, ich muss gestehen, dass ich den Film noch gar nicht kannte. Und ich dachte, okay, also das ist nicht nur ein Film, der jetzt gerade wieder gedreht worden ist, sondern das ist jetzt auch ein Film, da war der Ozon-Film noch gar nicht raus, den zwei Leute jetzt gleichzeitig bearbeiten wollten. Dann haben wir entschieden, also dir kriege ich den Zuschlag. Und aber es war, es ist erstmal interessant auch jetzt für die, das heißt, es gibt einen bestimmten Stoff, der interessant ist und wahrscheinlich auch über die 100 Jahre Weltkrieg, über diesen Zusammenhang heraus. Und das wäre jetzt vielleicht eine erste Frage, weil du hast, dich hat ja der Film auch, so wie ich das verstanden habe, auch interessiert, vor dem Hintergrund als eine Abweichung von der üblichen, von dem Soundereignis Erster Weltkrieg, mit dem ich auseinandergesetzt habe. Das heißt, ich hatte es ja auch vor dem Hintergrund deiner Arbeit mit Ton und Sound von anderen Filmen auch mit interessiert. Das heißt, du hast eine bestimmte Sensibilität dafür. Und ich habe den Ozon-Film vor einiger Zeit hier auch im Filmmuseum gesehen und würde jetzt liebend gerne sofort danach nochmal gucken und auch parallel sehen und einfach auch mal gucken, wie er mit einigen dieser Situationen umgegangen ist. Aber mich würde einfach mal interessieren, wie du dir selber auch die Konjunktur dieses Stoffs darüber hinaus erklärst und vielleicht könntest du auch nochmal was dazu sagen, wie jetzt du eigentlich aus diesem Soundereignis Krieg mit der Immersion und der Abweichung, die Lubitsch am Anfang gemacht hast, dann im Prinzip eigentlich ja ein ganz anderes Soundereignis in diesen Film reingezogen hast. Also ich will jetzt nicht, dass du den ganzen Vortrag wiederholst, sondern mich interessiert einfach, wie erklärst du dir auch zum Beispiel diese Stoffkonjunktur und von dem Film? Ich möchte zunächst mal muss man wirklich ganz banal sagen, es ist dieses Jubiläum, 100 Jahre Erster Weltkrieg, was sicherlich auf ganz vielen Ebenen was angeregt hat. Also bei dem Ozon-Film bin ich jetzt nicht so im Bilde, was das ausgelöst hat, aber ich würde es fast auch vermuten, dass das damit zusammenhängt. Ich hatte Interviews mir mit ihm angeschaut und durchgelesen, wo er, glaube ich, darauf verwiesen hat, dass ein Freund ihn auf dieses Stück hingewiesen hat, von dem Maurice Rostand, was dem beiden Filmen jetzt zugrunde liegt. Ja, ich weiß nicht, ob ich damit schon einen Teil andeutungsweise beantwortet habe. Wenn ich zu ist bei dem Ozon zum Beispiel auch eine bestimmte Aufmerksamkeit oder Sachen, Experimente mit Ton, die dir besonders aufgefallen sind, die mich jetzt im Nachhinein sehr interessieren würden? Oder? Naja, ich glaube, man muss sagen, dass diese Zeit, diese, ich sage mal, Pionierzeit auch des Tonfilms um 1930 rum, da war es in gewisser Weise auch einfach, sehr
brachial zu experimentieren mit Ton. Man hatte eine Tonspur, also sprich monoton, und heute, ich weiß nicht, 64, 128, im Prinzip im digitalen Bereich, also hast du unendlich viele Möglichkeiten, an unendlich vielen Details zu schrauben, und so eine große Geste, wie zu sagen, ich höre hier die marschierenden Soldaten und ich zeige ein Bild, wo die nicht drin zu sehen sind. Das ist für 1932 schon richtig klasse, aber wäre heutzutage quasi gar nichts. Also das ist, das sind wir schon viel zu stark gewohnt, dass Bild und Ton sich jetzt auch wieder getrennt haben und eigene Wege gehen können. Also bei dem Ozon-Film, pardon, also Ozon ist ehrlich gesagt für mich ein French Tearjerker, der bei mir sehr häufig funktioniert, den ich aber jetzt nicht für einen überragenden Stilisten oder einen überragenden Innovator des Erzählkinos halte. Und deswegen, also würde ich jetzt auch noch mal so sagen, also da ist mir jetzt nichts aufgefallen auf der technischen Tonebene, was da ja, so groß toll war. Also es gibt schon erste Fragen, also Verena. Also. Ja, ich habe eigentlich zwei Fragen, jetzt muss ich mich entscheiden. Also okay, ich gehe mal auf die Türen. was ich ja interessant finde bei den Türen, bei Lubitsch, auch die du gezeigt hast, ist ja dieses, dass sie sind Übersetzungen. Übersetzungen von einem Raum in den anderen. Also sozusagen, also sie spielen immer damit, dass man irgendwas nicht sieht, weil Leute entweder auf oder abgehen, oder dass man irgendwas nicht sieht, was man hört oder so. Ich dachte irgendwie jetzt noch, andere Türen, die mir in den Kopf kommen, sind einmal bei Ophüls Lola Montes, Nadel und Faden, wo nicht die Tür alleine, sage ich jetzt mal, aber wo die auch irgendwie rumrennen und die Übergabe, sage ich jetzt mal, mit Tür oder sowas funktioniert. Oder, was wahrscheinlich noch interessanter wäre, bei La Règle du Jeu, wenn die abends ins Bett gehen und nicht ins Bett kommen und immer über den Flur rennen und immer wieder Türen aufgehen, die schon zugegangen waren oder so. Wo die Türen dann da fast, ich weiß gar nicht, aber so fast visuell, fast wie Lärm funktionieren oder sowas. Weil das ist ja wie so ein Hühnerstall, der aber dann sozusagen, also die Türen machen nicht den Lärm, aber die machen so die Geschichte. Während ich bei das bei dir jetzt, bei dem Lubitsch total überzeugend fand, dass du gesagt hast, dass es da was geht um einen Rhythmuswechsel. Vielleicht ist das auch die Übersetzung, ich weiß es nicht genau, aber du hast gesagt Narrativ. Da weiß ich immer nicht genau, ob ich das. Aber ich fand auf jeden Fall sozusagen diese Geschichte, was du sagtest, das ist ein Bedeutungssetzer und weil einen Rhythmuswechsel oder eine Verlangsamung oder sowas oder ein Paukenschlag ist zu viel gesagt, aber eine Betonung irgendwie gesetzt wird. Ja, wie gesagt, also ich bin da ehrlich gesagt tatsächlich noch am Anfang bei der Aufnahme der Daten sozusagen. Die Art und Weise, wie ich das jetzt zusammengeschnitten habe, die betrügt uns natürlich um die, ja eben, was ich eben Narrativ genannt habe, also den eigentlich größeren Kontext, in dem das meistens steht. Ich hatte es Urs gegenüber eben schon erwähnt, in dem Film Angel mit Marlene Dietrich und Herbert Marshall und Melvin Douglas, der war nicht so ein richtig großer Erfolg, funktioniert weder als Marlene-Film noch als Lubitsch-Film so richtig großartig. Der hat aber trotzdem was, der ist total interessant und unter anderem hat er eben diese Schlussszene mit der Tür. Und um das aber zu verstehen, da braucht man wirklich ganz viel Information. Also der Film hat sozusagen eine narrative Komplexität irgendwie angehäuft, die dazu führt, dass auf einmal dieser Gang durch die Tür, es ist sogar drin in meinem Zusammenschnitt, aber man versteht es nicht, Herbert Marshall geht zur Tür, Marlene Dietrich guckt, und Herbert Marshall geht raus. Und das ist aber jetzt eben, der Zusammenhang ist aber eben so kompliziert, dass ich ihn hier besser nicht erzähle, aber es ist einfach großartig. Also deswegen so eine Art von wirklich
Komplexität, die dann aber wirklich auf diese eine Geste hinsteuert. Er verlässt den Raum oder eben nicht. Er geht in das Nebenzimmer, wo vielleicht jemand ist oder nicht. Das gehört eben auch zu den Weisen, wie Lubitsch mit Türen gearbeitet hat. Und Lubitsch ist ja einfach immer der Drehbuchautor seiner Filme. Das muss man, finde ich, wirklich immer im Kopf haben. Das habe ich jetzt so gelernt. Und jedes dieser Details ist natürlich fünfmal durchdacht worden. Und also keine Tür geht hier wirklich jemals umsonst auf oder so. Das ist also, und ja, war wahrscheinlich auch keine wirkliche Antwort. Aber vielleicht da ansetzend, du hast mir vorher erzählt, dass du auch in Sachen Drehbucharbeit von Lubitsch geforscht hast und festgestellt hast, dass er sehr, sehr akribisch war. Vielleicht kannst du da das noch ein bisschen ausführen, was du da rausgefunden hast. Ja, es gibt beispielsweise eine Antwort von Lubitsch auf die Frage, was ist der Lubitsch-Touch? Und da sagt er, das ist sehr gründliche Vorbereitung. Und das heißt einfach, Lubitsch geht mit jemandem wie Samson Raffleson, also oder einem anderen Drehbuch, seiner Standard-Drehbuchautoren, zieht sich in die Klausur zurück und sie arbeiten einfach monatelang am Drehbuch für so einen Film. Also die Dreharbeiten sind eventuell dann schneller absolviert. Und vergleichbar wäre jetzt jemand wie Hitchcock. Auf jeden Fall beides totale Control-Freaks, die absolut alles genau vorher sich überlegen und festlegen. Es gibt null Spontaneität am Set hinterher. Und unter anderem geht es dann eben auch darum, wie erzählen wir eine vielleicht genremäßige Standardszene und wie kommt man eben zu dieser überraschenden Wendung, diesem Lubitsch-Dreh, dass es dann eben doch überraschend wird. Und ich würde sagen, dass es eben also eine Standardlösung ist immer was mit einer Tür zu machen und der Witz ist, dass es einfach sehr häufig immer noch überraschend ist und funktioniert, wenn man jetzt eine Reihe von diesen Filmen sieht. Na, dann würde mich interessieren, wie notiert er die Geräusche denn im Drehbuch? Also was für Geräusche notiert er denn? Bimmeln die oder scheppern die oder knallen die? Also wie beschreibt er das? Oh, pardon, da würde ich sagen, das war vielleicht ein Missverständnis, weil ich glaube, meine These wäre ja, dass in Broken Lullaby der Sound der Türen eine Bedeutung gewinnt, wie er sie normalerweise eben nicht hat. Klar gibt es diese zugeschlagenen Türen. Das ist natürlich auch ein Statement und das kann er so im Drehbuch eigentlich nicht geschrieben haben. Das ist zu der Zeit wahrscheinlich halb aufgenommen und halb aus dem Soundarchiv. Denn wenn man einen satten Sound haben wollte, hat man auch schon Anfang der 30er gerne ins Archiv gegriffen. Also, aber das hat er sicherlich nicht vorhergesehen oder beschrieben. Danke. Zum Thema Komplexität. Also ich fand, das haben Sie ja gerade angesprochen mit dem anderen Film, der irgendwie so komplex ist, jetzt zu sehr Erfahrung eben. Ich hatte ein paar Probleme, den Film zusammenzubekommen, weil manche Szenen total einfach waren, gerade die, in denen es um die Trauer ging. Und dann aber durch, zum Beispiel das Beispiel mit den Türen, was Sie gezeigt hatten, da so eine Komplexität drin reinkam, die komisch war, die sich aber zusammen irgendwie nicht so gut vertragen haben. Also das Bimmeln, das läutet den Konsum ein, die kaufen Blumen nicht nur einmal, sondern dreimal, weil es drei Leute sind, die trauern. Die Kleidungsstücke werden irgendwie hochgesetzt und so weiter. Was sagen die dazu, dass zu diesem ernsten Stoff und diese, wenn er traurig ist, dann guckt er traurig und dann hören wir traurige Musik manchmal. Also das fand ich komisch, weil, also im Vergleich mit den anderen Filmen, die wir in der Reihe gesehen haben, ja, was sagen sie dazu, was meinen, oder was haben sie sich dazu auch noch was überlegt? Also ich habe mich bemüht, also so viel wie möglich Positives über den Film zu sagen. Aber es ist natürlich offensichtlich, dass es Szenen gibt, die ziehen sich einfach brutal in die Länge. Vielleicht sollte ich eine meiner Lieblingsszenen aus dem Film erwähnen. Das ist eben tatsächlich die mit dem Rezeptaustausch am Grab. Da gibt es auch Leute, die das völlig unmöglich kitschig finden. Also dieser James Harvey, den ich eigentlich gut finde. Romantic Comedy in Hollywood, der findet diese Szene völlig unsäglich beispielsweise. Und mich spricht die gerade deswegen an, weil die dieses Umkippen hat. Also weil eben waren wir noch am Heulen, jetzt kommen wir irgendwie
auf die Rezepte zu sprechen und also sozusagen von unseren schönen Erinnerungen an die Toten sind wir auf einmal völlig in was Alltäglichem und dann so irgendwie. Sowas gefällt mir. Das ist jetzt kein besonders tolles Statement, aber das war eine von den Sachen, die mich natürlich dann auch angesprochen haben an dem Film, dass der überhaupt eben für diese, also Heimatfront, also dieser Bereich, also im Weltkriegsfilm ist das natürlich immer ganz wichtig. Es gibt die Frontkämpfer, die machen die eigentlichen Erfahrungen durch und es gibt die Leute, die zu Hause sind und überhaupt nicht mitreden können. Ne? So in die Richtung geht das ja so ein bisschen, dass diese Leute, die dann aus dem Krieg zurückkommen, die haben dieses Wissen, da kann man irgendwie nicht drüber sprechen, das teilt sich nicht mit, das ist ein großes Geheimnis sozusagen. Und die Väter, aber vor allem die Frauen, die zu Hause ja auch gehungert haben, es sind hunderttausende Leute in Deutschland verhungert während des Ersten Weltkrieges. Und das ist eben auch irgendwo unerzählbar anscheinend, jedenfalls in diesem Genre. Das macht dem Genre große Schwierigkeiten. Und ich finde halt, dass dieser Film so ein bisschen da so ein Gegengewicht schafft, weil er meines Erachtens diese überzogene Gestalt dieses stark gestörten, vielleicht neurotischen, vielleicht verrückten Kriegsheimkehrers so ein kleines bisschen in den Hintergrund drängt im Laufe der Geschichte. Ich hätte auch zu dem Darsteller vielleicht noch gleich was zu sagen. Ich wollte nochmal zurückkommen auf das auf die Rhythmisierung und das im Verhältnis zur Räumlichkeit, weil ich frage mich, ob der Unterschied zu anderen Lubitsch-Filmen nicht vielleicht auch der ist, dass hier diese Türen und auch die Fenster, vor allen Dingen die Szene fand ich noch viel eindrücklicher, wie die Frauen die Fenster aufreißen, die Räumlichkeit auflöst. Und da gibt es ganz viele Diagonalen, gibt es oben, unten, vorne, hinten und so weiter. Während zum Beispiel im Angel, den ich auch noch vor Augen habe, die Türen eher die Räumlichkeit organisieren und die Fluchtwege und die Richtung organisieren. Und hier löst es das total auf, vor allem ja auch im Gegensatz zu diesem Stechschritt und dem Marsch am Anfang. Und im dritten Moment, fand ich, war dann dieses Geraune der Männer am Tisch, am runden Tisch, von dem man sich jederzeit vorstellen kann, dass es in den Stechschritt wieder übergeht. Ja. Das ist dann wieder so ein runder Rhythmus, ein Geraune würde ich es nennen. Ne? Und ich fand es wirklich sehr eindrücklich, wie diese Fenster Öffnung, das hat so einen Ping-Pong-Effekt, so einen Echo-Effekt, das hat was ganz Kommunikatives, was ganz Offenes, vielleicht sogar sowas wie ein friedfertiges Pendant zum Chaos im Schützengraben dann, aber auf jeden Fall der Gegensatz zu dem Marsch. Also, wunderbar, ja, tolle Beobachtung, würde ich unterschreiben. Noch die andere Frage. Ich fand den Film teilweise total sarkastisch, also nicht nur so komödiantisch oder ironisch, sondern in der ersten Sequenz, also die du ja auch gezeigt hast, also wenn man auf die Vorbeimarschierenden, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ein Jahrestag, ne? Ja, genau, erster Jahrestag. Gucken kann nur, weil das Bein amputiert ist. Ne? Also man kann nur gucken oder man nimmt sich raus zu gucken, weil man das Bein amputiert hat. Und dann gibt es das Schild Silence Hospital, also wo nicht Silence Rufzeichen Hospital oder so steht, sondern Silence Hospital. Das hört sich an wie ein Spezialkrankenhaus für Verstummte, die dann geheilt werden, indem sie wieder Kriegskanonen hören und dann schreit der Typ auf. Also das finde ich ja schon, also nicht nur irgendwie, dass es irgendwie jetzt schlecht Krieg, sondern es ist sozusagen auch noch, also das, was du alles schon gesagt hast, finde ich da schon mit drin, oder? Oder nicht alles, aber... Jetzt wieder davon ab, meine Nachbarin hat schon das angedeutet, was ich auch sagen wollte. Also Godard hat mal geschrieben, ein Mann und eine Frau sitzen in einem Zimmer. Der Mann sagt, ich gehe jetzt. Dann sieht man, wie er aufsteht, die Tür aufmacht und hinausgeht. 90% aller Filme sehen so aus. Und genau bei Lubitsch sehen sie nicht so aus, die Sache mit der Tür. Und ein Grund ist ganz sicher die Organisation des filmischen Raums, die darüber möglich wird, die sehr spezifisch ist. Aber die zweite ist das, was hier auch angedeutet wird, dass ein Moment in der Interaktion der Figuren wird, die man sieht. Wobei die beiden Hauptmöglichkeiten scheinen mir zu sein, dass die Tür einem die Möglichkeit gibt,
etwas nicht zu zeigen im Bild, sondern der Fantasie des Zuschauers zu überlassen. Und die zweite ist, über das Hinausgehen und Hineingehen etwas Spezifisches mitzuteilen über die Interaktion der Figuren, die daran beteiligt sind, was dann nicht mehr gesagt werden muss in der Form. Und das sind, glaube ich, die beiden Möglichkeiten. Und das auch die Szene, die Sie vorgeführt haben mit den Fenstern und den Ladentüren, scheint mir genau das zu leisten. Ich würde gerne nochmal diesen Begriff des Sarkasmus aufgreifen und diese ja sehr verknappt erzählte Haltung zum Krieg. Der Film hat ja auch eine bestimmte Haltung zum Krieg. Und da fand ich schon wirklich außerordentlich meisterlich diese Inszenierung der Gottesdienste. Also wenn man denkt, der Jude Lubitsch erzählt uns damit, was ja auch historisch so war, dass beide Seiten mit gesegneten Waffen in den Krieg gezogen sind. Also alle christlichen Kriegsparteien hatten Priester und Pfarrer, wie heute auch noch, sowohl mit im Militär als auch vorher wurden die Waffen geweiht. Und jetzt wird sozusagen der Blick nach vorne gefeiert und schon die Maxime ausgegeben, wir gucken eben nicht nach hinten. Interessant ist ja auch, dass der Vater in der Bergstraße wohnt. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, Freuds Adresse war die Berggasse in Wien, aber Freud steht natürlich paradigmatisch für eine sehr stark nach dem Ersten Weltkrieg gewachsene Haltung, dass man das nur die Erinnerung, wenn überhaupt, Frieden bringen kann oder heilen kann. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch. Aber die Berggasse ist nun genau das Gegenteil von Schwamm drüber, vergessen wir es und gucken nach vorne. Das ist schon mal meisterlich so nebenher erzählt. Aber nochmal zurück zu dieser Szene in der Kirche, die schon sehr komisch ist auch, also wie diese Säbel da alle so rausstehen, ja, weil man auch wirklich spürt, ist ja auch scheiß unbequem, sowohl die Stiefel beim Knien wird das gezeigt, da sind noch die Sporen, da sind die Säbel es ist sozusagen diese Haltung ist, dieses nach vorne gucken ist eine völlige Farce, weil es sozusagen den Militarismus mitnimmt, hineinnimmt. Und dass er dann ganz schnell gegenschneidet, dieses Schild auf die Bergstraße, die wie gesagt als Metapher zu sehen ist für die Hoffnung, dass man sozusagen den Krieg nicht mit nach vorne nehmen muss, sondern irgendwie sich erinnern kann und weicher werden kann. Und dieses Aufbrechen des Körperpanzers, weil Waffen sind ja auch immer sozusagen eine Externalisierung von Panzern oder Körperverpanzerungen, verlängerten. Das finde ich ganz toll in dem manchmal unerträglich pathetischen Spiel des Vaters. Aber dieser Aspekt, und das ist natürlich wieder auch eine schauspielerische und eine Regieleistung, wie sich dieser verschlossene Körperpanzer des Vaters öffnet. Also so wie die Frauen die Fenster öffnen, so öffnet sich ja auch, also die Mutter auch, ja, die fassen sich ja wieder an und am Schluss sehen sie aus wie so ein American Gothic Paar, ich meine, das ist ja auch in Amerika gedreht, sie mit ihrem Mittelscheitel, aber sie öffnen sich und sie werden weich dass sozusagen die Verhärtung über die Waffe oder über den Körperpanzer kein Weg ist, um weiterzuleben, das zeigt der Film ganz toll, finde ich. Also wenn ich vielleicht auch eher in Form eines Kommentars nochmal was sagen darf, ich hatte überlegt, ob ich eben zu dem Hauptdarsteller nochmal extra was erzähle. Ich finde das schon ganz interessant, also Nancy Carroll und Phillips Holmes waren so ein kurzzeitiges Dream-Paar der Paramount. Ich habe jetzt keine Informationen darüber, ob Lubitsch gezwungen wurde, die jetzt zu casten, aber also die hatten erfolgreiche Filme vorher zusammen gedreht und bei einigen der Verrisse, die zum Beispiel Pauline Kael zu diesem Film hier geschrieben hat, da spielt es auch eine Rolle, dass sie sagt, Phillips Holmes, ja, also he's a, wie war das nochmal gleich, he's a man of unspeakable beauty, but an unspeakable actor too. Also ich habe mich schon gefragt, ob es vielleicht, ja, also ob, also
irgendwo ist das für mich auch eine Fehlbesetzung. Ich finde Lionel Barrymore auch grundsätzlich ja schwer zu ertragen. Aber den Phillips Holmes finde ich deswegen interessant, weil der so ein, also ganz viele Leute, kann man auch überall heute noch finden, finden den ja wunderschön. Und also der hat sozusagen heute noch so eine Fanbase und das basiert darauf, dass der eben so gut aussieht. Und keiner sagt, das ist der tollste Schauspieler aller Zeiten. Der ist übrigens wie Carol Lombard auch beim Flugzeugabsturz dann im Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen. Aber also hatte so eine ganz kurze Karriere nur. Keiner sagt, das war der tollste Schauspieler, aber es gibt wirklich nach wie vor diese Fans, die ihn wunderschön finden. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass ein Lubitsch mit so einer Sorte, ein junger Mann, der so ein Frauenschwarm ist, auch irgendwie nicht so richtig umgehen konnte. Das wäre so mein Verdacht. Also An American Tragedy von Josef von Sternberg, um jetzt mal wieder den großen Gegenspieler oder den Lubitsch-Feind irgendwie zu nennen, da spielt er die Hauptrolle. Und Josef von Sternberg hat keine Probleme darin, eine Szene zu zeigen, wo der, also er kann nichts, er ist aber irgendwie Vorgesetzter von einer Frauenabteilung geworden, die da irgendwas, eine stumpfsinnige Arbeit machen. Dann geht er durch seine Abteilung und ungefähr 30 Frauen gucken alle verliebt zu ihm hoch. Das hat seinen eigenen Humor, der von Sternberg zweifellos nicht beabsichtigt war, aber das kann man sich so gut angucken. Und ich finde, das ist so eine Ebene, mit der man sich jetzt hätte vorstellen können. So hätte man vielleicht auch mit diesem Darsteller noch mal anders arbeiten können und diese furchtbare Schwere nehmen können. Ansonsten, was ich auch interessant finde, ist eben, dass er ständig zusammenbricht. Also das ist, das ist sozusagen so eine Variante von Kriegsneurose, von ich bin nicht wirklich hundertprozentig verrückt, aber ich bin auf jeden Fall das, was man jetzt nach dem Ersten Weltkrieg kennt. Mit mir stimmt was nicht und das hat was mit dem Krieg zu tun. Weil Sie angesprochen haben, diese Montage mit dem Silent Hospital, dann ist man drinnen und da liegen die Kriegsveteranen und der eine schreit ja, hat ja sozusagen eine Attacke. Ich wollte nur sagen, Freud hat ja auch den Wiederholungszwang, hat er an dieser Art Verletzungen erkannt, weil er sagte, wie verrückt Soldaten sind der realen Gefahr entkommen. Das gilt ja für unseren französischen Liebhaber auch. Und trotzdem versetzen sie sich immer wieder in die Schocksituation durch die Erinnerungen, durch den Traum, durch den Albtraum. Und was ist das? Das war dann die Frage von Freud. Was sind das für innerpsychische Mechanismen, die das Subjekt oder die Person, die dazu, oder das passiert, nämlich der Wiederholungszwang, dass sozusagen diese Erinnerung an das furchtbare Erlebnis immer wieder auftaucht. Und eins muss man sagen, zu der Zeit, als Lubitsch den Film gemacht hat, gab es den Begriff der posttraumatischen Störung, der heute in aller Munde ist, überhaupt noch nicht. Die Erkenntnis war einfach noch nicht so weit. Das war die Haltung, dass man sagt, du hast Schlimmes erlebt, jetzt vergiss es und guck nach vorn. Das war sozusagen eine ernstzunehmende Haltung. Wir würden heute diese Haltung immer als Ausdruck einer Verdrängung und als eines mangelnden Bewusstseins empfinden. Das war damals aber sozusagen normal, das so zu denken. Und dass Lubitsch das schon unterläuft in der Art, wie er das inszeniert, dass er sagt, das kann es doch wohl nicht sein, dieses Schwamm drüber und guck nach vorne, das finde ich schon ziemlich visionär. Also ich möchte mich bei Ihrem Vortrag schon auch bedanken, aber ich habe während des Vortrags und während des Films mir die ganze Zeit gedacht, naja, könnte man das Ganze nicht mal historisch auch gucken? Also Sie haben das Ganze ja sehr formell betrachtet mit Türen und solchen Dingen. Der Film wird 1931 oder 32 produziert und was er macht, und Sie haben ja selbst geredet, oder Sie kommen ja aus dem Sounddesign, Sound ist ja mehr als nur irgendwelche Türen, die knallen, sondern es gibt ja auch Text. Und die Texte, wenn man sich anguckt, sind ja die ersten Reaktionen zum Beispiel des katholischen Priesters, sind ja Ego te absolvo. Und das sind eben, die Sie gar nicht erwähnt haben, aber das muss man ja auch nicht, ist, dass in der Situation, wenn er bei der Familie ist und eigentlich selbst bekennen könnte, sitzt er unter einem, sagen wir mal, Rembrandt-Bild. Das ist eine protestantische Tradition des öffentlichen Bekenntnisses. Das ist ja was ganz anderes als das katholische Bekenntnis in einer kleinen Box. Ja, ich erinnere auch noch daran, dass in der ersten Szene, wo
Paul den Raum betritt des Sprechzimmers, ist die Blickachse des Fotos des Sohnes, wenn man die weiterverfolgt, auf Hindenburg natürlich. Und die erste Reaktion ist natürlich, ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, dass Hindenburg im Hintergrund hängt. Ja, und ich glaube, Sie haben nicht ganz recht mit der Blickachse, aber... Doch, die, vom Schreibtisch aus war das, das sieht man nur kurz, es ist ganz bewusst so gemacht. Es ist an zwei, drei Szenen nur zu sehen. Sehr gut gesehen, jetzt ja. Auf der großen Leinwand. Und er nimmt ja dann das Foto weg und zu dem Zeitpunkt regiert dann natürlich das Hindenburg-Bild, das ist ja seine erste Reaktion, dass er die Franzosen hasst. Es gibt dann noch weitere Szenen, die Mona-Lisa-Anspielung kommt noch, das Rätselhafte, aber ich wollte jetzt gar nicht so auf die Bilder hinaus, ich komme vom Faden, den ich eigentlich anlegen wollte, weg. Zur Geschichte. Was wichtig ist, ist, also ein Tonfilm kann ja etwas leisten, was ein Stummfilm nicht leisten kann. Er kann auch sehr stark bedeutungstragende Texte nochmal anders sprechen lassen, etc. Dass der Hauptdarsteller es vielleicht nicht so gut hinkriegt, ist ein anderes Thema. Aber die Themen, die besprochen werden, also das, die Stammtischgespräche, sind ja was ganz anderes als das, was die sogenannten, von Ihnen sogenannten Klatschweiber gemacht haben. Auf die guckt er ja sozusagen, naja, das ist ganz nett, da dreht sich so um Liebesgeschichten. Die reduzieren alles auf Liebe. Im Stammtisch wird alles reduziert auf, sagen wir mal, den Willen zur Macht oder Machtfragen. Sozusagen ein positives, liebender Umgang mit der Welt und ein negativer Umgang mit der Welt. Und dann haben Sie in Ihrem Vortrag zum Schluss gesagt, und das hat mich schon gewundert, zu den Musikinstrumenten, die herausgeholt werden. Das war für Sie symbolisch, das klang etwas negativ. Ist es nicht so, dass der Moment, wo die zwei spielen können oder wo der Pol anfangen kann zu spielen, die Voraussetzung dafür, dass er überhaupt spielen kann, ist, dass er jemanden beginnt wieder zu lieben? Ja? Also Musik, wir reden von Sound, Musik hat auch sehr viel damit zu tun, vielleicht, dass man ein positives Bekenntnis hat zur Menschheit, wie immer das bezeichnen will. Und das ist etwas, was ausdrücklich Paul sagt am Anfang, bevor er mit dem katholischen Priester spricht. Ja, das fand ich so ein bisschen abwertend mit dem symbolisch, also ich würde da, auch die Formulierung, die hier von Vorrednern kam, oder die Lacher, die kommen natürlich, wenn er pathetisch zusammenbricht, wie es genannt worden ist, naja, das sind unsere heutigen Sichtweisen. Ja, unsere heutige Sichtweise ist, das machen wir nicht, oder in Deutschland machen wir es nicht, in Mexiko macht man es vielleicht schon, ja, oder wir haben es auch gemacht vor 90 Jahren in Deutschland. Ja. Das ist so ein bisschen, also das ist so ein Lachen, da habe ich immer so, sage ich mal, kommt Leute, schaut euch mal den Film an, wann ist er gemacht worden, gegen was ist er gemacht worden. Und letzter Punkt zum Stammtischpublikum, weil eine Vorrednerin hat auch erwähnt, Lubitsch war ja selbst Jude, wie sie es bezeichnet hat. Ich würde sagen, das Argument oder das Schlimme am Antisemitismus eines Hitler, der 33 an die Macht kommt, ist ja, dass er sozusagen Juden sozusagen sippenhaftmäßig umbringt. Ja? Das ist etwas, gegen das sich dieser Film auch wendet. Ja? Also gegen Antisemitismus wendet er sich gegen die katholische Kirche. Und das gehört auch vielleicht noch zum größeren Bereich des Sounds, ja. Ja, vielen Dank für diese Anregungen. Tatsächlich, mir erscheint diese symbolische Ebene tatsächlich etwas dick aufgetragen, die Sie jetzt schön rekonstruiert haben. Klar, am Anfang sagt Paul, there's no music left. Also ich war dafür, sollte eigentlich Musiker sein und die Menschen glücklich machen und dann wurde ich zum Mörder und so weiter. Also okay, ich würde sagen, das kann man jetzt auch anders sehen, das kann man würdigen, dass sich da am Ende nicht irgendwie so Deus ex machina mäßig irgendwie noch was zusammenfindet, sondern das ist natürlich von Anfang an angelegt gewesen. Also kein Problem, aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass eben diese Symbolik dieser Tür zu dem verschlossenen Zimmer von Walter, die finde ich gar nicht schlecht oder das würde ich gar nicht jetzt irgendwie so in Abrede stellen, aber das ist jetzt nicht unbedingt typisch Lubitsch. Und Lubitsch macht sozusagen eher andere Sachen normalerweise mit den Türen. Also da, das war so meine Richtung. Gut. Ich habe noch mal eine Frage zur Tür. Also es gibt so die Vorstellung, dass eine Tür niemals alleine kommt in der Architektur. Also Türen tauchen immer mindestens zweimal auf. Ob das jetzt stimmt oder nicht, aber die Vorstellung gibt es so. Und dass die nicht immer nur mindestens zweimal auftauchen, also dass ein Gebäude immer mindestens zwei Türen hat etc. Ja.
sondern dass Türen immer schon für sich selbst, also auch wenn sie quasi alleine sind, immer schon was verdoppeln. Dass sie zum Beispiel was anderes nachahmen. So. Und da wollte ich nochmal, also an dieser seltsamen Doppelcharakter, Doppeldeutigkeit der Tür, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen, weil bei Lubitsch ja auch der Witz immer viel damit zu tun hat, dass irgendwas wirklich von super hoch und erhaben in so total lächerlich kippt oder noch nicht mal kippt, sondern eher sich ja so wirklich so in sich dreht. So, ja. Und was gibt es denn da sozusagen, was imitieren denn die Türen eigentlich in diesem Film nochmal? Es gibt so interessante Türverwandte in diesem Film, nämlich große und kleine Verwandte der Tür. Es gibt das Tor ja, dieses Stadttor, das ist ja ein typischer großer Verwandter der Tür. Das macht dann gar keine Geräusche und dann gibt es ja diese, das ist ja gerade diese tolle Szene, wo dann das Geräusch kommt, aber das Bild bleibt aus. Ne? So, und dann gibt es nochmal eine andere Szene, die mir aufgefallen ist, das ist nämlich in der Kneipe, wo auch quasi so eine Art Türverwandte auftaucht, das ist diese Holzvertäfelung im Hintergrund. Da sind nämlich so Bogenelemente, die ja auch immer so Torbogen so simulieren eigentlich. Ja. So, und was ist das für eine seltsame Abfolge von sozusagen, also Tür im Zentrum quasi, ne, und dann sozusagen Tor als größeres und dann diese seltsamen Simulation in dieser Kneipe. Also was ist das, was kann man, entfaltet sich da was? Also ich hatte das Gefühl bei meiner bisherigen Überblickssichtung, dass Tore und auch schon Haustüren eigentlich eine andere Rolle spielen als diese Türen zwischen Zimmern. Also tatsächlich sind die Türen zwischen Zimmern ganz häufig also da werden ganz häufig schnelle Gags draus gemacht. Also es gibt andauernd, kam jetzt hier nicht vor, aber irgendwie jemand knallt die Tür hinter sich zu. Sofort geht sie wieder auf, er kommt wieder rein, sagt noch irgendwie pfui und dann zieht sie wieder zu. Uncertain feeling war das jetzt. Aber das kommt tatsächlich sehr häufig vor. Und mit so einer großen Haustür, so einem Portal und sowas passiert eher wenig. Da ist nicht so eine Bewegung drin. Zu dem Stadttor muss ich natürlich noch sagen, also es ist echt sehr, also die Einstellung ist jetzt wirklich kurz geschnitten, wenn Lionel Barrymore die marschierenden Soldaten hört, das, aber man sieht ja schon, da ist dieses Memorial, da ist diese Gedenktafel für die Toten des Weltkriegs auch. Ne, also. Und man hört das in einer anderen Szene, nämlich am Ende dieser Klingelsequenz, wo sie den Spaziergang durch die Stadt machen, da gehen sie auch durch dieses Tor nochmal. Und da hört man dann halt ein bisschen das Kopfsteinpflaster. Mich interessiert nochmal die Differenz zwischen eigentlich Musik und Sound in dem Film. Und zwar auch der große Rahmen, der passiert. Und du hast ja im Prinzip für diese Situation auch sensibilisiert. Das heißt, ich fand den Film von seiner großen Bewegung her, von dem Pathos des Anfangs hin zu dem Pathos des Schlusses, unglaublich deprimierend. Und es war einfach, also das Pathos am Anfang, ist ja zum Teil auch noch ein Pathos von Innenräumen. Also das heißt, es gibt zwar die Parade draußen und es fängt ja mit diesem Läuten an oder mit dem, das, also kein Klingeln und dann gibt es ja massiv Musik, dann gibt es die Paraden und dann gibt es den Kirchenraum, wo es eine ähnliche Bewegung gibt mit den rotierenden Männern wie an einem Stammtisch. Also es gibt ja so ein ganz komisches Gewusel im Kirchenraum nachher, als die rausgehen, was ich auch extrem bedrohlich fand. Aber die interessante Sache ist, wenn man ja überlegt, warum die Türen klingeln, es ist ja so, dass das ja alles, es sind ja keine Zimmertüren, sondern es sind ja alles Türen, die nach außen gehen. Das heißt, es gibt die verschiedenen Funktionen, die man vorher gesehen hat, also städtische Funktionen, also jeweils verschiedene Arbeitsbereiche. Also es gibt den Textilladen, es gibt den, also die, diese verschiedenen. Und da gibt es Öffnungsbewegungen und ich finde auch diesen Teil relativ poetisch. Und am Ende schnurrt das ja in einem relativ verlogenen Happy End wieder. Also wir hatten Beethoven im Schützengraben gesehen mit seiner Briefsammlung. Und zum Schluss gibt es eben diese verlogene Versöhnung, also mit Musik im Innenraum, wo es nicht mehr um Sound geht, sondern es gibt so ein Zurückschnurren von etwas, was vorher aufgebrochen war. Also wo es auf einmal Öffentlichkeit gab. Und zum Schluss gab es eigentlich nur noch dieses brütende Innerlichkeit des deutschen Bürgertums.
Also ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber es gibt auf jeden Fall, ich finde die Differenz zwischen Türen, die schnappen, die klacken und Türen, die vor denen sich Ereignisse in Innenräumen abspielen und Türen, die nach außen gehen, natürlich eine relativ wichtige Differenz. Und du sagst ja auch, dass die im Prinzip die Serie von diesen klingelnden Türen also evoziert ja auch einen Moment von Liebe, von Hoffnung, von Aufbruch und dass auch was mit der Stadt passiert. Am Ende sonst mit Beethoven passiert gar nichts. Verklärt wird. Also die Transfiguration geht man mit so einem Bimmeln einher. Also ich habe ehrlich gesagt noch eine andere Assoziation zu den Türen der Klingeln, nämlich das sind auch Kassen, die klingeln. Also so wie beim Bekleidungsgeschäft da irgendwie. Also das ist natürlich total ambivalent, aber es ist eben Leben. Das ist eben Leben. Das wäre so habe ich das interpretiert. Also das ist Lubitsch sagt jetzt natürlich nicht, das ist irgendwie furchtbar, dass die da alle so gaffen. Es ist furchtbar, dass der Typ jetzt 325 Mark haben will für sein Kleid, sondern das ist genau, das ist das, was eben so ein Leben ausmacht. Das ist jetzt nicht nur gut oder schlecht, sondern das, ja, so. Vielleicht kannst du noch einen Satz auch zu der Beethovens Briefesammlung sagen, da hast du ja auch recherchiert, hast du verraten. Nein, das sind jetzt die Früchte einer Einzelbildschaltung. Ich habe also nachgeguckt und es handelt sich um wirklich eine Briefsammlung und Beethoven beschwert sich in einem Brief, der da kurz zu sehen ist, darüber, dass es ein Bediensteter ihn beklaut hat und er braucht jetzt einen neuen und wendet sich an einen Freund. Ich nehme an, das war eine wichtige Information, die unbedingt geteilt werden musste. Ja, ganz kurz noch zum Klingeln, ja, also um das zu sagen, das sind ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich habe den Film auch zum ersten Mal gesehen, das sind ja alles Shops, ja, das ist Warenwelt, ja, und deshalb passt diese Bemerkung von ihm in den klingelnden Kassen. Und das ist sozusagen eine halb öffentliche Welt, also wenn man das aufnehmen will mit dem Tor, das Tor ist ja sozusagen der öffentliche Raum per se, es war früher mal eine Stadtmauer, Burg, pipapo, ja, dann haben wir die Innentüren, ja, und das ist so eine halb öffentliche Welt und das wird sehr schön klargestellt daran, dass natürlich der Verrat, dass der Franzose da ist und da wohnt, beginnt ja, weil die Hausbedienstete einkauft und es den anderen sogenannten Klatschweibern sagt, ja. So wird das heraustransportiert. Und das ist eine halböffentliche Welt. Also es gibt ja auch viele Filme von, die klar machen, dass in diesen Shops, gerade in Amerika, dass das auch irgendwie noch eine private Welt fast schon ist, eine familiäre Welt und eben nicht nur die Warenwelt ist. Aber dieses Klingeln ist ja eigentlich in dem Film ziemlich penetrant. Ja, ist ja kein sehr harmonisches Klingeln oder sowas. Ja. Aber vielleicht ist das sehr subjektiv, was ich sage. Na, er hat sich ja schon Mühe gegeben, das erfordert eine gewisse Arbeit, die dann so tonal auch abzusetzen voneinander. Also ich denke mal, das steht so einer Deutung, dass das jetzt so ein Klingeln des Grauens sozusagen ist, doch sehr deutlich im Weg, würde ich sagen. Ich würde auch noch gerne über den politischen Lubitsch sprechen, weil gerade wenn wir über den Ersten Weltkrieg reden, da hat er ja auch schon Filme gedreht. 1918, 19 gibt es auch so eine Geschichte, dass er während des Generalstreiks und des aufkommenden Bürgerkriegs, der möglich ist zu dem Zeitpunkt, einfach sich im Schneideraum einschließt und davon gar nichts mitkriegen will. So. Und jetzt dreht er diesen Film, der doch durchaus eine klare Haltung hat, auch eine sehr humanistische Haltung hat. Ich fand ihn auch sehr aktuell, by the way, also gerade wenn der Vater dann da am Stammtisch aufsteht und sagt, er hält jetzt zu den Jungen und wir Alten sind schuld, klingt ja nach Brexit-Analyse fast. Also das sind so diese Geschichten, wo ich dann denke, was hat sich da verändert bei ihm? Und später macht er dann To Be or Not To Be, also es wird immer politischer so in ihm vielleicht. Weißt du da irgendwas drüber, wie dieser Wandel bei ihm kam und wie diese Haltung zustande kam? Also ich weiß nur, dass er eben dieses Stück verfilmen wollte. Das ist ihm jetzt nicht irgendwie übergeholfen worden oder aufgedrängt worden. Aber also leider bin ich mit der Biografie jetzt nicht so im Vertraut. Es gab 1931 einfach keinen Juden, der Zeitung las mehr, der nicht wusste, dass in Deutschland eine riesige Gefahr heraufzieht. Also der Feldherrn, der erste Putsch von Hitler war 1932, es gab schon die ersten Heldentoten, die SA schlug die Literaten im
romanischen Café in Berlin zusammen, die blutig geschlagenen Künstler, die da saßen, wurden auf Lastwagen gekarrt und irgendwo außerhalb der Stadt wieder runtergeworfen, vor aller Augen, die Polizei ist nicht eingeschritten. Also da war ja in Deutschland schon so eine Art Bürgerkrieg, 31. Da hat er nicht gelebt, aber ich meine, das hat er gewusst. Das kann jetzt noch nicht das Ende sein. Vielleicht dann noch, du sagst Lubitsch Touch, hast du dich nicht getraut, hier zu verwenden, aber auch durch die Vorrede, also wer es nicht weiß, ganz am Anfang hat Remmert Hüser das als Aufgabe, liebt es einfach. Als Aufgabe hier in den Raum gestellt für diese Lecture-Reihe, dass wir versuchen, diesen Begriff einfach anders zu besetzen, weil der eigentlich so nichtssagend ist, hattest du ja mal gesagt, und wir versuchen rauszufinden, was ihn eigentlich auszeichnet. Jetzt hattest du Lubitsch Kitsch versus Lubitsch Touch ja eigentlich geschrieben. Kannst du nochmal, auch wenn du das jetzt quasi nicht in den Mittelpunkt deines Vortrags gestellt hast, noch mal zumindest umreißen, was dich dazu getrieben hat, diese beiden Wörter Kitsch und Touch nebeneinander zu stellen? Ja, sie klingen halt ein bisschen ähnlich. Also mir war halt schon, also ich hatte eigentlich vorgehabt, von der Musik her zu kommen, und wenn man sich einen Film wie Trouble in Paradise anhört, anhören reicht in dem Fall nicht. Also man muss eben sozusagen Bild-Ton oder Bild-Musik-Relationen berücksichtigen. Dann gibt es da ja auch sehr dramatische Musik, die wird aber eben sozusagen parodistisch, satirisch, karikierend eingesetzt. Also Everett Horton bekommt da irgendwie die tollsten dramatischen Momente, wenn er ihm wieder das mit Venedig droht einzufallen. Und es gibt auch also Studien dazu, dass das in den Operettenfilmen Lubitsch auch schon ein Vorreiter von so einer Art von Musikeinsatz ist. Also der sozusagen die Musik unterstreicht nicht unbedingt, was zu sehen ist oder illustriert ist, sondern setzt so ein bisschen dagegen, macht sich vielleicht sogar lustig, also nimmt sozusagen so eine Autor-Kommentator-Funktion ein, kommentiert das, was wir sehen, und das wäre sozusagen so ein Ausgangspunkt gewesen, wo man gucken könnte, wie kann es dann dazu kommen, dass dieser Film jetzt einfach über weite Strecken doch 1:1 die Musik einsetzt. Also hier wird ja wirklich der Tearjerker-Vorwurf ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Hier ertönt die Musik sozusagen schon meistens dann, wenn sie dramaturgisch gebraucht wird. Ja, eine Barrymore streicht über diese Geige und dann hören wir auch schon die Musik dazu. Also dieses Kontrapunktische, das ist hier eben eher abwesend. Ja, auch am Ende keine Liebe, sondern Liebe zur Kultur und zum Kanon. Also das heißt, es ist, er schaut ja verklärt auf die Geige, und das heißt, es gibt überhaupt gar keine Beziehung zwischen den beiden. Ja, aber ich würde trotzdem noch mal sagen, dass ich, also dieses verlogene Happy End, das du angesprochen hast, das ist jetzt nicht die Ausnahme bei Lubitsch. Also es tut hier vielleicht weh, wenn man sich darauf so eingelassen hat und irgendwie was anderes erhofft hat, aber also das sozusagen, die Idee, dass durch dieses gemeinsame Musizieren tatsächlich etwas passiert, etwas erreicht wird, das ist nicht Lubitschs Idee. Also das würde ich bestreiten. Und das bestätigen diese Anekdoten aus den Drehbuchkonferenzen, wo sie sich da sozusagen lustig drüber gemacht haben, über dieses Ende. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich glaube, ich hätte das Gefühl, ich könnte gerade noch einen Vortrag von dir hören, genau mit diesem Thema. Aber an dieser Stelle sagen wir ganz, ganz herzlichen Dank für den wunderbaren Abend und den Vortrag. Dirk Schäfer, Dankeschön. Jürgen Lullaby und Remmert Hüser, der das Gespräch führt. Und ich möchte natürlich die Gelegenheit nicht versäumen, Sie auf die nächste Veranstaltung hinzuweisen. In 2 Wochen geht es weiter. Und zwar wird dann Carmen gezeigt. Also wir gehen ins letzte Jahr des Ersten Weltkriegs, 1918. Ein Stummfilm mit Pola Negri in der Hauptrolle. Es geht um den Orientalismus, den Lubitsch zeigt. Und das natürlich live am Klavier begleitet. Ja, kommen Sie gut nach Hause und hoffentlich in 2 Wochen wieder. Tschüss. Danke.